Ich werde von Interessenten immer wieder gefragt, wie viel es kostet, eine Pflegefachkraft einzustellen. Warum diese Frage nicht zielführend ist, das besprechen wir jetzt in diesem Video. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Moskal von pflegekraft.de und gemeinsam mit unserem Team hier in Bielefeld unterstützen wir bzw. haben wir schon über 200 Betriebe aus der Pflege unterstützt, sprich Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser bei der Personalgewinnung und ja, sorgen dafür, dass sie mehr Bewerbung bekommen von Pflegefachkräften, Pflegehilfskräften und von anderem Personal und wie sie diese dann erfolgreich einstellen können. Das bedeutet, wir haben in diesem Bereich natürlich eine Menge Erfahrung gesammelt, auch natürlich unter anderem, wie viel Geld muss man in Werbemittel ausgeben, dass man halt die gewünschten Resultate erzielen kann, wie viele Fachkräfte man eben braucht oder welches Personal man dann eben einstellen muss. Das wissen wir hier, messen wir hier natürlich regelmäßig, je nachdem, was man benötigt. Und dieses Video richtet sich halt eben besonders an Geschäftsführung, Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung oder auch an Pflegekräfte. Also gerne können Sie dieses Video an die Geschäftsführung weiterleiten. Und viele fragen sich nämlich eben immer, wie viel kostet es, eine neue Pflegefachkraft einzustellen? Also egal, ob Sie jetzt ein Pflegeheim betreiben, einen Pflegedienst oder ein Krankenhaus, ist das immer erstmal intuitiv eine spannende Frage natürlich, vor allem wenn man Personal braucht. Aber das Ganze ist tatsächlich nicht zielführend, weil was Sie sich viel mehr fragen sollten, ist, was kostet es Sie eigentlich, eine Pflegefachkraft nicht zu haben? Das bedeutet, was kostet es, dass diese Stelle offen ist? Und da muss man natürlich sehr, sehr viele Faktoren berücksichtigen. Oftmals ist es sehr einfach zu beziffern, indem man sagt, okay, wir müssen Leiharbeit einsetzen stattdessen und dann kostet es das Ganze schon mal 2 oder 3 Mal so viel eben. Oder wir müssen ganze Wohnbereiche schließen, weil wir halt eben nicht genügend Pflegefachkräfte haben. Und das ist natürlich dann besonders teuer. Aber was auch unfassbar teuer ist, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, die Überlastung im Team natürlich auch sehr, sehr teuer werden kann für sie. Also natürlich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass das Team sich bei ihnen wohlfühlt. Und sobald man nicht genügend Pflegefachkräfte hat oder genügend Pflegehilfskräfte, Pflegehelfer hat, dann führt das eben dazu, dass die Leute natürlich immer mehr belastet werden und das führt zu einem schlechteren Gemütszustand. Also diese ganze Last trägt dann vor allem oder tragen dann die guten Pflegekräfte bei Ihnen, die bei Ihnen beschäftigt sind. Und das geht irgendwann eben auf die Psyche oder einfach auch körperlich. Ist es halt nicht mehr vereinbar, dass man da immer wieder einspringen muss, immer weniger frei hat oder sonstiges. Und das sind dann eben nicht nur die Kosten der Überstunden, sondern diese Kosten, die dann dementsprechend da sind, wenn irgendwann natürlich auch eine Fachkraft dann sagt, ja, nee, ich kann hier nicht mehr weitermachen, weil eben zu wenig Personal dauerhaft beschäftigt wird. Es ist auch ganz wichtig für Sie als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer oder Pflegedienstleiter, wie auch immer, dass Sie natürlich auch dem Team Signale senden, dass Sie sagen, hey, wir tun was, wir probieren was, wir versuchen neues Personal einzustellen und machen das, das, das und das. Und nicht, dass man da einfach, ja, dass das Team die ganze Zeit Überstunden macht und faktisch kostet es erstmal vielleicht kein Geld oder sonstiges, weil alle Bewohner gerade da sind, aber langfristig wird es sie Geld kosten und vor allem, was viel schlimmer ist, es kostet schon jetzt viele Nerven und viel Kraft der eigenen Mitarbeiter und das wollen sie nicht. Das gerade in so einer Branche möchten sie das nicht, dass das Team so belastet wird und da müssen sie was gegen unternehmen, unbedingt. Und müssen das dem Team auch weitergeben oder zeigen, hey, wir tun was, wir probieren was. Und da müssen Sie natürlich auch die richtigen Mittel wählen, dass das Ganze erfolgreich wird, das ist ganz klar. Und da kommt es nicht darauf an, auf 500 Euro, 1000 oder 2000 Euro, weil die Kosten, die eben aufgebracht werden dadurch, dass die Person einfach fehlt, sind sehr, sehr hoch. Also auch vor allem die Opportunitätskosten an dieser Stelle. Und deshalb schauen Sie immer, sorgen Sie dafür, dass das Personal nicht unterbesetzt ist, dass das Personal nicht viele Überstunden machen muss und natürlich, dass ihr bei einem Heim zum Beispiel natürlich alle Betten belegt sind, weil es kann natürlich auch nicht sein wirtschaftlich, dass Sie da 5 Betten frei haben oder vielleicht sogar noch mehr, weil Sie nicht genügend Personal finden. Also das ist langfristig natürlich wirtschaftlich auch nicht gut tragbar. Und daher wirklich achten Sie darauf, wählen Sie dann Wege weise aus, wie Sie Fachkräfte gewinnen. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und wählen Sie auch vor allem Maßnahmen, die wirken und die auch quasi die eigenen Fachkräfte und die eigenen Pflegekräfte mitbekommen, dass sie einfach sehen, hey,
da tut sich was, es wird was unternommen, dass mehr Personal gewonnen wird. Und da eignen sich natürlich so Kanäle wunderbar wie die sozialen Medien, Facebook, Instagram oder andere Kanäle, wo ja die Leute halt selbst unterwegs sind, die Leute selber, die bei ihnen im Team arbeiten und dann auf einmal sehen, dass da Werbung veröffentlicht wird, die super aussieht, die eben dafür sorgt, dass sie mehr Bewerbung bekommen. Und ja, das gibt natürlich immer ein gutes Signal an das eigene Team und das ist immer sehr, sehr wertvoll. Und wenn Sie erfahren möchten, wie Sie das Ganze für Sie vernünftig umsetzen, dass das Ganze auch erfolgreich ist, dass Sie eben nicht ganz viel Geld verbrennen und dann im Ergebnis haben, dass Sie keine Leute einstellen, dann tragen Sie sich jetzt unter www.pflegekraft.de ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, wo wir uns individuell Ihre Situation anschauen und eben schauen, was gerade die größten Hebel in Ihrer Situation sind, dass Sie da eben mehr Fachkräfte oder mehr Hilfskräfte einstellen können, je nachdem, wo Sie aktuell Bedarf haben. Und Sie wissen selbst, jederzeit oder morgen kann die nächste Person kommen, die ja in den Mutterschutz muss oder vielleicht müssen viele bald in die Rente gehen bei Ihnen, je nachdem, ja, wie es da gerade aussieht. Und ja, ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ihr Michael Moskal von pflegekraft.de.